Mein Name ist Hans-Jürgen Klaassen und ich stelle Ihnen heute den Tag der Generationen vor. Dieser Tag wird am 2. Oktober 2022 stattfinden im Bereich Südkopf, Porschestraße. Zuerst stelle ich Ihnen die fünf Bereiche vor. Das ist eben halt hier das Bankenviertel, so nenne ich das, Porschestraße 70, 72 und 74 wäre schon die Presse. Und gibt es den Rathausplatz, den nenne ich jetzt mal Marktplatz. Und davor am Brunnen nenne ich den Teilbereich Seniorentreffpunkt. Das geht in den Bereich Pagoden hier, soll informiert werden, sich hier Vereine darstellen. Und wenn es so sein soll, auch die Banken jeder für sich. Wir haben ja hier zwei Großbanken, das ist einmal die Sparkasse und einmal die Volksbank. So. Genug Werbung gemacht. Hier vorne stelle ich mir eine Großraumpagode 5x5 vor. Das ist die Hauptinformation mit Ordnungskräften, falls ältere Menschen hier stattfinden, Rollstuhl, Rollator oder wie auch immer, Unterstützung brauchen, Wegweiser brauchen, dann sind sie hier an dieser Stelle richtig. Und jetzt auf die Allee gerichtet sind zwischen den Bäumen Plätze frei. Und da sehe ich kleine Pagoden mit Holzbodeneinlage 3x3. Hier könnte zum Beispiel der Platz der Sparkasse sein. Und da wir ja auch von digitalen Welten heute und in Zukunft reden und sich der Geldverkehr ändert, wäre es ja auch für ältere Leute mal so ein Informativtag schon mal gut. Eine Pagode wird hier 600 Euro kosten und das am besten als Spende generiert. Ja gut, dann darf ich auch nicht von Kosten sprechen. Hier stelle ich mir die Volksbank vor, dito, also im gleichen Geschäftsbereich. Und hier vorne stelle ich mir tatsächlich die Watz frei. Kommunikation ist auch so mein Steckenpferd und Bilder. Vielleicht stellt sich ja die Wolfsburger Allgemeine Zeitung noch mal vor und hat ja auch einen Auftrag für uns. Ja, hier vorne stelle ich mir den Seniorentreffpunkt vor. Zwei Großraumpagoden, 5x5 Meter, direkt am Wasser mit Meerblick, sage ich mal, und Brunnengeräusch, das wäre so ganz gut. Und da wären auch unsere Senioren mal im Mittelpunkt. Das alte Rathaus ist ja auch ein ziemlich altes Gebäude, was die Wolfsburger alle kennen. Und das ist ja auch eine Begegnungsstätte, ein Treffpunkt. Ja, hier stelle ich mir fünf Bereiche vor. Einmal eine Art Bazar und dann vielleicht Obst und Gemüse oder ganz bestimmt ein Flohmarkt, ein Antiquitätenmarkt und ein Kunsthandwerkermarkt. Diese fünf Bereiche, Kunsthandwerkermarkt ist gewerblich, sollte dann auch in dem Bereich dann auch so angesehen werden und auch bezahlt werden. Letztendlich steckt eine Benefizveranstaltung dahinter und nicht der Gewinn und der Vorteil des Einzelnen, sondern insgesamt haben wir auch einen sozialen Auftrag. Der Hintergrund für die Benefizveranstaltung ist ganz einfach gesagt, da wird der Grundstein für die Nachbarschaftshilfe Wolfsburg aktiv sein. Und da werden wir uns mit guter Nachbarschaft oder beziehungsweise mit guten Leuten hier treffen, die im Ehrenamt etwas tun wollen und vielleicht für ihren Nachbarn einen Einkauf sauber machen. Ein Besucherdienst, das gab es vor 50 Jahren auch bei der Kirche, ist alles so ein Stück weit abgeschafft. Die Nachbarschaft hat früher so gelebt, Begegnungsstätte war eine Wäscheleine, ja, eine Begegnungsstätte war beim Einkaufen und man hat miteinander geredet. Ja, es findet alles immer noch so statt, aber eben halt verändert. Vielleicht auch nur noch über WhatsApp. Ja, hier vorne. Es kommen jetzt die Geräusche, ich will mich auch nicht weiter bewegen. Hier vorne ist mein Lieblingsgebäude von Wolfsburg, das Alva Alto. Es nennt sich ja Kulturzentrum. Als Kinder haben wir die Abkürzung genommen, die will ich jetzt hier nicht benennen. Hier vorne nenne ich den Bereich Jugendzentrum. Vielleicht finden hier alle Schulen statt. Und hier stelle ich mir auch im Einzelnen so fünf Pagoden vor, 3x3. Ja, mit Holzbodeneinlage und mein Favorit wäre wirklich Ratsgymnasium Eichendorf, Waldorfschule, Peter Pan Schule, Neue Schule, Maria Montessori Schule und auch hier das Alva Alte selbst, wenn die
Bibliothek aufmacht, Frau Bunzoll da mitmacht und das in Regie gesamt organisiert, dann wäre das schon für mich eine Entlastung und für die Kinder und Jugendlichen eine tatsächliche Bereicherung. Ja, hier im Außenbereich würde ich auch ein paar Gruppen aufstellen, 15 an der Zahl. Die müssen dann natürlich auch von den Betreibern, Kunsthandwerkermarkt, so stelle ich mir das vor, bezahlt werden. Hier vorne stelle ich mir zwei Wagen vor mit Essen und Trinken. Ja, ich mache mal Pause. Im Alvar Aalto selbst stelle ich mir vor, dass Frau Bunzoll die alle Bibliotheken aufmacht. Die für die Erwachsenen, die für die Kinder, die für die Schüler, für die Jugendlichen. Und hier draußen vielleicht vor der Tür auch das so gesagt hier mit Ostfalia, vielleicht Technik beschrieben, verschiedenen Studiengänge. Vielleicht stellt sich jeder Schüler oder Lernender oder Kommilitone, ne, das sind wir ja nicht, so vor, was er macht, Sozialwissenschaften und oder auch im technischen Bereich oder Politik. Das wäre unheimlich spannend und gut. Das würde ich dem Alvar Aalto zuschreiben. Drin, vielleicht auch so ein Bücherflohmarkt, kann ich mir gut vorstellen. Und hier vorne war ja Architekturwoche, war ja hier in Amsel drin. Vielleicht dürfen wir Senioren hier Kaffee und Kuchen an dem Tag ausschenken. Und in dem oberen Bereich, ja, da gehe ich nochmal zurück, haben wir hier 5 Hörsäle und in 2 Dreien hatte ich, wo die Kinderbibliothek im Außenbereich hier, Tag der Kinder oder wie auch immer, da haben Menschen Musik gemacht, eine Mutter mit ihren beiden Kindern, das fand ich wunderschön, durfte ich mir auch anhören. Ja, und wenn das hier auch vom Alvar Aalto und vom Geschäftsstellenleiter Andreas Meyer so mit organisiert wird, dann wird das ganz toll. Ja, in den Geschäften stelle ich mir natürlich auch Leben vor. Hier im Laubengang im Außenbereich ein Musikerflohmarkt. Das fände ich absolut gut. Verschnaufpause. Hier ist auch ein wunderschönes Ladenlokal, ein Geschäftsraum mit ja, Schaufenster. Vielleicht können wir Älteren hier, die im Rollstuhl oder wie auch immer, falls es regnet, die in einem geschützten Bereich hier sind. Und vielleicht kann man hier auch so eine Freiwilligenagentur mal vorstellen, Wolfsburg Aktiv, die Nachbarschaftshilfe, dass die Jungen und die Alten hier direkt an diesem besonderen Ort ja, sich treffen, stattfinden. Für mich ist das Alvar Aalto eine Begegnungsstätte und im oberen Bereich Hörsaal träume ich schon von einer Seniorenuniversität und von einer Kinder- und Jugenduniversität, ja, auf freiwilliger Basis mit Vorträgen, Seminare, Schulungen etc. und ja, Hörsäle, die auch online gehen. Ja, wenn alle Bereiche hier aufmachen, Suell mit seinem Alvar und sich beteiligt, jetzt sehe ich hier vorne die Kinderkreativecke mit Silke und Nina von der Polizei, die bringen ihr ganz großes Motorrad mit, ja, und machen für die Kleinen so ein bisschen Verkehrsunterricht. Ja, hier könnte ich die Kinder, sehe ich die Kinder, dass sie hier malen mit Buntstiften etc. Vielleicht auch einen Kinderflohmarkt, dass sie ihr Kinderspielzeug verkaufen, was sie nicht mehr brauchen. Vielleicht gibt es eine kleine Spende, Kinder oder liebe Eltern. Vielleicht kommt hier auch noch so eine kleine Pagode oder ein Pavillon hin. Und vielleicht wird hier auch draußen Musik gemacht. Vielleicht dürfen die Älteren hier Platz nehmen und ihren Enkelkindern oder den fremden Enkelkindern mit zugucken, was hier passiert. Das würde ich auch unter der Regie des Alvar Aalto stellen, dem Geschäftsstellenleiter Andreas Meyer, beziehungsweise gerne Frau Petra Bunzoll, die ja Bibliothekarsleiterin ist und mit Herrn Krumpholz und mit Uwe zusammen. Ja, der Nachname fällt mir jetzt nicht ein. Deswegen, bevor ich mich hier verspreche, nochmal Pause. Ja, und hier, das ist das Rondell. Und da im Mittelpunkt, ja, auf dem Roten Platz, so nenne ich ihn, da sollte ein Grill in welcher Form oder eben halt ein, ein Steinofen oder sonst irgendwas stehen und hier möchte ich gerne Flammkuchen machen. Außenrum 10 Pagoden, dann mit Salaten und. Und hier vorne, Pause.
drei Großraumpagoden für den VIP-Bereich, für geladene Gäste. Ich stelle mir da die Ärzte vor, Institutionen, Selbstständige, die da auch vielleicht für den Platz bezahlen. Ist ja Benefizveranstaltung. Hier vorne sehe ich die Bühne von Heiko Meier von DM Elektronik. Und da haben wir einen super tollen Preis, eine super tolle Bühne, eine super tolle Technik. Und ja, hier in den Großraumpagoden soll ein Großraumfernseher stehen. Und ich konnte auch den Gerald Hüther gewinnen, da eine Live-Übertragung mitzumachen und auch zu uns Wolfsburgern allen sprechen. Er ist Neurobiologe, er kann was zur Würde des Menschen erzählen, auf Augenhöhe etwas erzählen und ja auch über Enkelkinder und Oma und Opa, wie sich da die Synapsen freuen. Ja, Schülerbands sind aufgefordert, Musiker sind aufgefordert, Laienmusiker. Sie müssen nicht nur aus Wolfsburg kommen, sie können aus Braunschweig kommen, sie können aus dem Wolfenbüttel kommen, aus dem Landkreis, sie können aus Helmstedt kommen, aus dem Landkreis, sie können aus Gifhorn kommen, aus dem Landkreis, sie können von Oebisfelde kommen und Bördekreis, Landkreis, ja, und sie können auch von Weferlingen kommen. Hauptsache, es wird hier gute Musik gemacht, ob jetzt nun Blues oder Jazz oder ob nun Hip-Hop oder sowas, ja, oder eine neue Art der Musik, die 60er, die 70er, die 80er, die 90er und die 2000er, das Millennium und was heute so gespielt wird. So stelle ich mir Wolfsburg vor und tatsächlich, Nachbarschaftshilfe brauchen wir Ältere. Wir brauchen nicht in Heime sofort, wir müssen da auch nicht geschützt werden. Ja, wir wollen nicht isoliert werden. Und jüngere Menschen müssen auch nicht unbedingt immer in die Peter-Pan-Schule, weil wir Älteren können uns auch einem Kind annehmen. Eine Patenschaft kann ein Kind für uns annehmen. Ich bin schon 64 oder werde es, nee, ja doch, ich bin am 6. September. So, und genau umgekehrt geht das auch. Der LAG-Heim wäre auch eine Begegnungsstätte, wo wir uns treffen könnten. Das Landleben wäre eine tolle Begegnungsstätte. Und hier vor Ort, das wäre ein Dauerplatz für den Tag der Generation, wo wir uns alle treffen, wo wir neue Nachbarschaften, neue Kontakte, neue Beziehungen, neue Freundschaften, ja, bekommen. Also der gute Kontakt, der zählt, neue Freundschaften zählen. Und die Nachbarschaftshilfe Wolfsburg aktiv zählt. Der Verein Miteinander für ein Dasein sucht Mitglieder. Wir brauchen noch ihre Spende. Das Ganze wird 21.500 Euro kosten. Und da brauchen wir besonders ihre Unterstützung, dass sie alle kommen. Der Flammkuchen wird etwas teurer. Die Flasche Wein wird auch etwas teurer werden. Das, was übrig bleibt, das wird dem Verein gespendet oder als, ja, als Wirtschaftsbetrieb dann eben halt auch, ja, versteuert und letztendlich kommt es dann auch dem guten Zweck zugute. Ich bitte um Ihre Unterstützung und ich hoffe, dass das alles so gelingt und viele Menschen sich hier beteiligen, auch finanziell.